kaufst du mir jetzt Kaugummi? Ich hab Bock auf Kaugummi. Nee, so darf ich nicht sitzen, sehe ich nicht gut aus, was du. Du, wie gesagt, da ist nicht viel zu retten. Fang nur mal an zu moderieren. Wie geht denn das? Hallo Freunde! Hey Leute! Wir beide sind zum Let's Play Poker eingeladen worden und sollen zusammenspielen. Boah, so eine Scheiße, echt. Ich glaube, wir können das Ding gewinnen. Ich auch. Und dann wird gespendet. Diesmal haben wir sogar zwei. Eins, zwei, zwei Spenden, die wir dann spenden können. Einmal 2000 Euro für ein Projekt für Tiere. Achso, nee, das ist nicht schlimm. Nee, in Deutschland. Nee, red ruhig rein, ist okay, ist nicht so schlimm. Nein, das einmal in Deutschland, einmal im Ausland für Tiere. Ja, ich dachte, wir reden erst über Deutschland. Nee, über Tiere. Nee, ich dachte, wir reden erst über Tiere. Ich spende auf jeden Fall für Eichhörnchen. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Bert. Warum findest du es nicht? Nee, das mit den Eichhörnchen, das geht nicht. Die sind so niedlich! Wieso geht dir das auf den Sack? Die sind so niedlich. Finde ich nicht. Doch, die sind süß, aber die brauchen kein Geld. Ja, für was willst du spenden? Was gibt's denn da für eine Alternative? Nenn mir eine valide. Frauen. Das macht ja erstmal keinen Sinn. Das ist doch gut, dass es denen schlecht geht. Also lass uns für was so, lass uns eine Konsensscheiße nehmen. Lass uns für Kinder spenden. Oh ne, Kinder kann ich nicht ab. Ja, gut. Doch, Kinder finde ich in Ordnung. Kinder finde ich auch ganz in Ordnung, kann man mal machen. Wünsche erfüllen. Aber es gibt auch Kinder, denen es nicht so gut geht. Genau, deswegen, die meine ich ja nicht, die denen es gut geht. Der Weihnachtsmann beschenkt aber auch die Kinder, denen es gut geht. Wusstest du das? Weil aber der macht keine Unterschiede. Wir sind ja nicht der Weihnachtsmann. Ja, aber wir könnten es sein. Für eine ganze Gruppe von Kindern, die irgendwie, denen es nicht gut geht. Es gibt ganz viele krebskranke Kinder in Deutschland. Und wir haben uns beide überlegt, Joyce wird für die nackt tanzen. Wir gehen um denen ihren letzten Wunsch erfüllen. Genau, alle Kinder. Das darf man nicht machen, das ist so voll dramatisch an den letzten Wunsch erfüllen und du ziehst das in so eine sexuelle Richtung. Aber das ist doch, also mein letzter Wunsch wäre das auch, wenn ich 11 gewesen wäre. Das kann man ja dann noch gucken, was wir dann genau für die machen. Vielleicht machen wir auch einfach nichts und fahren mit den 2000 Euro nach Mallorca oder so. Nein, das machen wir ja für das ausländische Projekt. Ach so, denn das kommt ja auch noch. Ja. Was machen wir da? Da müssen wir ja was für Tiere machen. Genau, wir müssen was für ein Tierprojekt machen. Und wir wussten nicht, ob wir eine Tierschutzorganisation nehmen sollen. Oder eine Antitierorganisation. Genau, deswegen haben wir uns überlegt, es gibt so viele schöne Pharmazeutika-Unternehmen, die Affen in zwei Hälften schneiden. Für die wollen wir gerne spenden. Den würden wir für die gerne spenden. Du möchtest Delfine reiten, ne? Ja. Das fände ich geiler. Ja, oder haben die echt was davon, die Delfine. Nein, du hast ein Projekt. Genau, ich arbeite eh schon für ein Tierschutzprojekt im Ausland und deswegen habe ich gesagt, David, wir müssen das nehmen. Und das heißt Lucky Dogs und holt Hunde aus Tötungsstationen. Was? Vorhin hast du gesagt, die stecken die in der Tötungsstation? Nein, die holen die da raus. Du magst ja keine Hunde, ne? Nee. Aber... Also es darf keiner wissen, dass ich Hunde nicht mag. Ich mag nur Katzen nicht. Lucky Dogs heißen die und dann würden wir beide ja dann auch dahin reisen dürfen. Dann dürfen wir das schon verraten? Ich glaube nicht. Eigentlich geht es uns nur um Portugal. Lass uns das Video bitte einfach so online stellen. Das nehme ich. Das schneide ich so rein. Du schneidest bestimmt alles Nette raus, was wir gesagt haben. Genau. Kindertötungsanlage. Ich meine, das ist eine Kindertötungsanlage, werde ich zusammenschneiden. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Ich freue mich aufs Pokern erstmal. Ja. Die Kinder sind erstmal zweitrangig. Ich freue mich auch aufs Pokern mit dir. Ich mich auch. Ciao! Hey Leute, tschüss Leute! Genau, favorisieren, abonnieren, mitteilen. Schaut mal unbedingt auf Davids Kanal vorbei. Ja, aber guckt auch mal bei Joyce vorbei, die macht so gute Videos. Vor allen Dingen, sie hat neulich so einen Spinner gehabt, der hat sich ihren Namen tätowieren lassen. Voll krass. Boah, krass. Da habe ich auch gedacht, was. Ich gehe jetzt. Ich auch. Let's Play Poker. Der Charity-Event geht in die nächste Runde. Und wir verdoppeln den Einsatz. Die größten YouTube-Stars Deutschlands. Das größte Let's Play Poker aller Zeiten. Doppelte Spieler, doppelter Gewinn, die doppelte Portion. Let's Play Poker. Double Up.